vorne klappt. In dem anderen Fahrzeug haben sich mittlerweile die Feuerwehren auch Zugang verschafft zu den Personen. Wie gesagt, aber nur ein Erdbeben, ein SNF vor Ort haben. Arbeit der Notarzt, einem Rettungssanitäter. An dem zweiten Fahrzeug arbeiten bis jetzt nur Feuerwehrleute oder Feuerwehrleute, die auch eine Ausbildung dafür haben. Und da sind wir sehr dankbar für, dass wir solche Leute auch in der Einsatzabteilung haben. Ganz wichtig ist, dass man die verunfallten Fahrzeuge nicht alleine lässt, sondern dass immer eine Kontaktperson für die Verunfallten da ist. Ihr seht in der blauen Sitzhütte Feuerwehrmann drin. Hier vorne in dem Fahrzeug liegt von drüben ein Feuerwehrmann drin. Und das einzig und allein, dass die Verunfallten nicht alleine sind. Ja, meine ganzen Ja, habe ich schon mal gesehen. Schon echt, aber ein Schrott. Haben sie von der Müllhalde. Also hier sind auch an dem linken Fahrzeug nochmal die Gäste, die zum Schutz vor neugierigen Blicken der Zuschauer. Man sieht das ja immer wieder im Fernsehen, dass bei Verkehrsunfällen auf Autobahnen mit Handy gefilmt wird und alles. So eine Art, die sich einfach nicht gehört. So, beim rechten Fahrzeug ist jetzt die Sache nach vorne geklappt. Ihr seht, der Notarzt sitzt die ganze Zeit bei den Patienten hinten drin. Hier befinden sich die beiden Einheitsführer, das sind die mit den orangen Westen, gar nicht vorne in der ersten Front, sondern die müssen ja die ganze Situation im Auge behalten, um da reagieren zu können. Das gleiche gilt für den Einsatzleiter mit der gelben Weste. Ja, nächste Lagemeldung, Kreuzung 3000 beim Bürgerzentrum kommen. Die Person aus dem Fahrzeug, das sich auf dem Dach befindet, die nicht eingeklemmt, sondern nur eingeschlossen war, wird jetzt achsengerecht aus dem Fahrzeug befreit. Das heißt, die Person ist gerettet und dem Rettungsdienst übergeben worden.
Hier, nimmt bitte nicht das Glas in die Hand, sonst schneidet euch die Hände. Lasst bitte wieder fallen. Und geht dann mal bitte 2 Meter zurück. Okay, 2 Meter mal zurückgehen. Ja, Meter ist ein bisschen größer, weil hier wird an dem Fahrzeug ein bisschen gearbeitet. Bei dem zweiten Fahrzeug gibt es weitere Probleme. Der Fußraum ist zu eng, sodass jetzt vorne ein Entlastungsschnitt gemacht werden muss. Und dann muss der ganze Vorderraum nach vorne abgekippt werden, damit man die Beine von dem frei bekommt. Deswegen dauert das so lange. Aber der Notarzt ist bei dem und er ist stabilisiert. Also ganz viel Zeug für... Moment nicht, ne? Ich möchte gerne auch was sehen. Genau. So, wie eben angekündigt, haben wir Facebook jetzt mal als Einsatzmittel für uns genutzt. Also aktuell haben wir eine Meldung eingestellt, dass die Dreihäuserstraße in beiden Richtungen gesperrt ist. Ja, das ist doch ein Auto. Wir haben einen Film für die Feuerwehr. Für euch. Könnt ihr euch später angucken. So, auch bei dem rechten Fahrzeug hat das Abklappen nach vorne sehr gut geklappt. Die Beine sind jetzt frei und die Person wird jetzt über ein Board nach hinten gerettet. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn die Feuerwehr zu Unfällen fährt und Personen aus dem Fahrzeug rettet, nicht bergen. Bergen tun wir nur tote Sachen. Und wir haben den Anspruch, dass wir möglichst alle Verunfallten lebend aus dem Fahrzeug bekommen, soweit das möglich ist. Ihr seht, die Feuerwehrkameraden unterstützen auch hier Notarzt und Rettungsdienst. Ein Feuerwehrkamerad hält die Infusion und die anderen müssen jetzt unterstützen, den Verunfallten aus dem Fahrzeug rauszukriegen. Ich kann mich nicht mehr an Gini schlafen.